Hi Leute, heute wollte ich euch mal einen Hippie-Style-Look-Frisur zeigen. Das ist so ein Stirnband, der aus unseren eigenen Haaren besteht und der verläuft dann so hier. Okay? So, dafür braucht ihr eine Bürste, drei solche Klammern hier. Ein paar davon sind schon ein bisschen kaputt. Drei Stück am besten. Oha. Und eine hiervon. Ich glaube, die hat jeder zu Hause. Also die hier. Und eine Bürste hat eigentlich auch jeder zu Hause. Und ja. Okay. Dann kennt ihr die natürlich durch. Dann sieht es am besten aus. Und vor allem in diesem Bereich hier vorne. Und auf der anderen Seite auch. Da muss das besonders gut sein. So. Okay. So. Okay, also. Dann messt ihr das aus, da wo das liegen soll, holt ihr euch eine kleine Strähne. So. Die klemmt ihr dann einmal ab, damit ihr auch nicht wegkommt. So, und dann liegen da ja Haare drauf. So, die Haare, die da drauf liegen, die klemmt ihr dann auch mit so einer kleinen Klammer weg, wenn das geht. Meistens sind die Strähnen ganz schön dick. So, und dann macht ihr die Spange raus. Und dann fangt ihr das an zu flechten. So, ja, dabei. Nein, ihr müsst eigentlich nichts dabei machen. Ja. So. Vielleicht könnt ihr ja hier so ein bisschen Fernsehen gucken. Ich drehe die mal um. Mag es nicht. Was? Nimm das. Ich bin unschuldig. Auf Platz 4. Warum grinsen Blondinen bei Gewitter? Nein! Bitte mach jetzt einen blöden Witz, bevor es anfängt zu regnen. Ey, weißt du eigentlich, wie lange ich für diese Prinzesse vom Spiegel stand? Also warum grinsen Blondinen beim Gewitter? Schnell! Weil sie denken, sie werden fotografiert. Bitte mach schnell, ich will nach Hause. Okay. Auf Platz 3. Eine Blondine lebt an einem Baum. Warum fällt der Baum um? Weil der Klügere nachgibt. Alles okay? Nein, weiter. Platz 2. Warum dürfen Blondinen nicht auf den Eiffelturm? Quatsch, warum dürfen Blondinen nicht? Weil sie sonst die Hubschrauber füttern. So, okay. Ein bisschen Spaß hattet ihr jetzt auch. Das war eine WhatsApp-Nachricht. Also keine Sorge. So, also ich bin jetzt hier angekommen. Und schon wieder eine WhatsApp-Nachricht. Ungefähr hier. Das solltet ihr dann einmal messen.
Okay, das da reicht aber noch nicht. Also wollen wir noch ein bisschen weiter flechten. Aber das dauert jetzt nicht so lange. So. Okay. So, ich glaube, das reicht jetzt. So, nochmal am besten. Ja, das reicht jetzt. Okay. So, dann macht ihr da wieder so eine kleine Klammer rein. So. Dann sucht ihr euch auf der anderen Seite auch so einen Fleck aus, wo die dann halt hinkommt. Das klemmt ihr dann auch weg. Oh Gott, mit links kann ich das gar nicht. Ach du Scheiße. Oh, gut. So, dann nehmt ihr diese Klammer hier. Moment. Eigentlich brauchtet ihr zwei davon. Ich nehme jetzt einfach mal so eine kleine. Weil ich habe... Nein, ihr müsst keine nehmen. Ich habe die so ein bisschen weit nach oben versetzt. Ich muss die ein bisschen weiter nach unten machen. Also muss ich die da festmachen, damit sie auch so ist. Ich glaube, ich verstehe das eh nicht jetzt so. Ist auch egal. So, jetzt mache ich das einfach fest. Und Und dann löse ich die beiden hier hinten. Und dann habe ich eine Stirnband aus meinen eigenen Haaren, das aber schief ist. Also so. Ach du Scheiße, ey. Ja. Ja. Ich glaube, das ist auch mein Erstversuch. Ah nein, ist es gar nicht. Ich habe schon mal einmal geprobt. Oder zweimal sogar. Mist. Egal. Also ihr wisst ja im Prinzip, wie das funktioniert. Ja, bei mir hält die andere jetzt auch irgendwie nicht. Also ja, ihr könnt das auf jeden Fall besser als ich. Da muss ich jetzt nochmal etwas bisschen üben. Und ja, ich hoffe, ihr habt eine neue kleine Hippie-Look-Frisur-Idee weiterbekommen. Ich weiß, ich war schlecht. Aber ihr könnt sie auf jeden Fall besser. Ihr habt hoffentlich das Prinzip verstanden. Wenn nicht, schreibt es in die Kommentare. Dann lösche ich dieses Video, mache ein neues, besseres Video. Und ja, dann bis dahin. Ciao, ciao.